Welch stolze Summe bei der Tennis Trophy für den guten Zweck. Deutschlands Topspielerin Andrea Petkovic hatte gerufen und viele Sportpromis kamen, um gemeinsam mit der Darmstädterin ohne Wettkampfstress Spaß zu haben. Das ganze Turnier hatte die Nummer 16 der Weltrangliste mit ihrem Freund Jonathan Heimes ins Leben gerufen. Zusammen sind sie groß geworden hier beim TEC Darmstadt, beide hochtalentiert als Tenniskinder. Trennte das Schicksal vor 11 Jahren ihren gemeinsamen sportlichen Weg. Sie kämpft seitdem um Titel, er aber um sein Leben. Der Krebspatient und die Profisportlerin, zwei Welten und doch eine Einheit. Wir haben uns da echt eine Bande aufgebaut, die schwer zu durchtrennen sind und gegenseitig voneinander Mut geschöpft, und das ist echt super. Eine wunderschöne Geschichte mit diesem Motto, du musst kämpfen, das haben beide zu ihrer Initiative gemacht. Dieser Slogan steht für Hilfe und Motivation, für Glück und Inspiration. Ich merke das bei mir manchmal, wenn es auswegslos scheint, dann fühle ich dem Johnny gegenüber eine Verantwortung, nicht aufzugeben, weil ich mir denke, was er erlebt hat, dann kannst du dieses kleine läppische Problem auch noch überleben. Und sei der Rückstand noch so bitter, Gedanken an Johnny geben immer Kraft. Niemals aufgeben und kämpfen, das hat sie von ihm übernommen, und manchmal, wenn es die Gesundheit erlaubt, ist er am Platz auch dabei. So wie jetzt in Darmstadt, wo viele, viele Menschen beim Turnier dabei waren, gerne als Spender auftraten, um der Kinderkrebsstation der Uniklinik Frankfurt etwas Gutes zu tun. Das zu sehen, ist einfach sensationell. Also eigentlich müsste ich mich bei jedem Einzelnen bedanken, aber das schaffe ich nicht ganz, weil ich auch ziemlich K.O. bin. Denn Johnny kämpft gerade wieder gegen einen Gehirntumor, während die Freundin auf der Strahleseite des Lebens steht. Sie ist in Darmstadt der Star überhaupt im Sport. Im wahren Leben dagegen ist das er hier, Jonathan Heimes. 27 Chemotherapien hat er ertragen, den Tod oft vor Augen. Und doch, er erfreut sich des Lebens. Sein Weg geht immer weiter. Ich hatte schon 4 Tumore, jetzt der 5. Ich meine, aus jedem Tal lernt man. Und je länger das Tal ist, umso stärker wird's. Auch ehemalige Fußballprofis haben hier mitgespielt. Thomas Zampach, Ralf Weber im Match gegen den Topstar. Da werden Kleinigkeiten gefeiert, wie eine deutsche Meisterschaft. Ich habe bei der Andrea Petkovic Ass geschlagen. Strahlegesichter ohne Ende sah man hier. Petkovics Frust vom frühen Aus in Wimbledon zuletzt komplett verflogen. Egal wo man hinschaute, gab es nur Gewinner. Johnny! Mit einer Gala bis in die tiefe Nacht rundeten sie den tollen Tag ab. Und die größten Gewinner dank Johnny und Andrea Petkovic sind die Kinder der Krebsstation der Uniklinik Frankfurt.